So, hallo, willkommen zurück bei Terra Tech. Ich habe letzte Folge gesagt, dass wir diese Folge, weil wir haben ja viel, viel, Moment, hier, da, viel, viel Krempel eingesammelt in der letzten Folge. Und wir werden jetzt unser kleines Popel-Auto ein bisschen aufmotzen, um halt, ja, das seht ihr gleich. Wenn wir es aufgemotzt haben, seht ihr gleich. Wir brauchen eine große, praktisch eine große Ladefläche, wäre ganz geil. Weil wir gleich die Handelsstation suchen müssen. Dafür nehmen wir nämlich den ganzen Krempel hier mit zu der Station. Und bauen uns eine Station auf. Bei der Station müssen wir dann später Ressourcen sammeln. Und da ist so eine große Ladefläche, ist ja schon ganz geil, ne? Weil man braucht halt viel Platz, um das Zeug irgendwo auf seinem Auto zwischenzu oder aufzuladen. So, jetzt haben wir erstmal hier, drücken wir mal auf B, da kommt man in den schönen Baumodus, schmeißen die ganzen Sachen hier erstmal weg. So. So. Oh. Oh. Nanu. Okay. So. Fangen wir mal an. Wir machen einfach mal. Wir machen es einfach mal. Ich mache es einfach mal anders, als ich das sonst so gemacht habe. Ich baue ihn einfach mal ein bisschen breiter. Wir haben noch 9 Stück. Wir haben noch 6. Das ist eine Reihe. Nee, 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 nee. Wir machen es einfach so. Sieht lustig aus. Gefällt mir. So, große Reifen. Machen wir die hier dran? Nee, sieht doof aus, ne? Hier vorne. Sieht doof aus. Die machen wir einfach hinten und vor. Was? Ich hab nur 3? Gar nicht. Ich hatte doch 4. Aber vorne die 2 und dann halt den Rest 29 Stück, die hauen wir überall hier hin. So. So. Hinten haben wir noch 2, die machen wir da hin. Gut. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen unspektakulär, aber das ist für einen Anfang erstmal okay. Wir kriegen ja später noch andere Teile. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, kann man die Dinger drehen? Ich weiß es nicht. Doch, da. Ah, man kann sie drehen. Gut, weil die Dinger drehen sich von selbst nicht. Deswegen müssen wir die irgendwie seitlich machen, dass man damit seitlich schießen können, weil die sich halt nun mal nicht drehen. Dooferweise. Also sie drehen sich nicht komplett, sondern sie drehen sich. Die drehen sich nur ja, so 25, ja, so ein kleines bisschen, weißt du, so 25 Grad Winkel oder so, wenn die sich vielleicht drehen. So, wir haben, die Satellitenschüssel, die machen wir mal hier hinten hin. Jetzt haben wir noch ein paar Leuchten. Und hier mal ein Lichtchen hin. Hier ein Lichtchen, da ein Lichtchen. Sonst haben wir nichts mehr. Nein, haben wir nicht. Gut, wir sind erstmal ein bisschen bewaffnet. Und jetzt packen wir unseren Scheiß hier einfach mal irgendwo drauf. So, die Batterie ist ganz geil, weil nämlich das Schild. Weil die Batterie können wir hier aufladen an der Station. Wenn man hier oben auf das Auto drauf bastelt und macht dann hier diese Blasen dran. Wie jetzt, das ist ja das Schutzschild. Und dann könnten wir. Wo sind die anderen? Oh, waren die hier? Hier. Die Reparaturblase. Genau. Die setzen wir einfach hier hin. Die Batterie setzen wir hier hin. Und das Ding setzen wir hier hin. So, jetzt sehen wir aber schon, die Energie geht sau schnell verloren. Sau schnell verloren. So. Gut. Gut, 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 gut. So, jetzt fahren wir erstmal schnell. Ah, siehst du, es ist ganz schön schwer. Also, es. Ne, gut. Wir gondeln einfach jetzt mal zu dem Handelsposten und lassen uns da nieder. Ich hoffe, auf dem Weg dorthin kommen erstmal keine Gegner, weil wir sind echt nicht so gut
bewaffnet. Also gut, kommt drauf an, was für Gegner kommen, ne? Aber es gibt halt Gegner, meine Fresse, die haben eine fette Kiste, die zerlegen dich, die machen dich. Da steht schon einer. Oder? Steht da einer? Es gibt schon richtig fette Viecher, die machen dich. Die machen dich sowas von abartig kalt. Das ist, so kannst du, so schnell kannst du gerade gucken. So kalt machen die dich. So, jetzt ist das Ding. Das ist der. Jetzt ist dieses Fickviech genau im Weg. Und er ist schon. Guck mal hier, der macht schon hier ganz schön Rambazamba. Was ist denn jetzt los? Das sieht so schlecht aus für uns. Was ist denn jetzt? Komm ins Führerhaus, komm, mach's kaputt. Bitte. Ich will nicht stehen. Sauber. Das nenne ich sauber. Das ist doch jetzt mal ziemlich geil. So, den setzen wir jetzt dahin. Und jetzt sollte er eigentlich unseren Klumbatsch hier aufladen. So, den setzen wir gleich hier dran. Mit der Blase und der anderen Blase. So, jetzt sammelt er erstmal wieder den ganzen Scheiß ein. Wunder, wunder, wunderschön. Wunderschön, wunder. Haben wir nicht in der Reparatur. Was ist denn das? Der müsste doch eigentlich reparieren. Nein. Batterie? Setzen wir einfach mal dazwischen. Jetzt lädt das auf. Warum? Schildblase. Die wollen wir nicht. Ich will die Reparatur-Schildblase. Hä? Nein, nein. Oder das. Der hat uns die Schildblase kaputt gemacht, diese blöde Sau. Scheiße. Okay. Wir können neue Teilchen bauen. Gut. Rad weg, Rad weg. Weg. Sieben. Sieben große Räder. So, jetzt haben wir hier vier, da haben wir noch die zwei. Jetzt haben wir noch drei. Gut, setzen wir. Setzen wir in die Mitte. Das setzen wir da hin. Und setzen wir da eins hin und da eins hin. Sehr schön. Das schmeißen wir weg. Knarren haben wir auch wieder viele. Das ist gut. Machen wir hier eine hin. Hier vielleicht und. Oh, nee, schade. Da noch eine hin. Wo haben wir denn eine noch? Die setzen wir hier hin. So, dann haben wir genug. Wir könnten nicht noch ein paar Bohrer dran machen, vielleicht. Weil wir rammen ja. Oder? Nee, das ist hinten. Bohrer hinten. Nee, nicht schön. So, die machen wir weg. So, gut, fertig. So. Wir sollen diese Traktorpads kaufen. Das sind die hier. Damit können wir dann, das sind so, die sammeln die Ressourcen praktisch, auf. So, komm, das Dreh. Du guckst nach vorne. So, jetzt haben wir das nämlich. Und jetzt könnten wir schön.
Das gefällt mir nicht. Die Reparaturblase kostet 169. So, jetzt steht das Ding natürlich auch so blöd unpassend. Na gut, da sind viele Bäume. Die nehmen wir uns gleich. Ah, der schießt ja jetzt eigentlich ziemlich gut. Das ist, so. Ah, jetzt haben wir schon drei. Und diese Traktor-Pads, die können halt nur drei Gegenstände tragen. Und dafür kriegen wir jetzt Geld. Die bringen wir jetzt hinter zu dem Typ. Was ist das? Das ist ein Au. Der hat gar nicht so viele Kanonen. Der hat viele Kanonen. Aber der macht uns kalt. Wollen wir es riskieren oder wollen wir es lassen? Komm, wir lassen den erstmal. Wir tun einfach mal so, als hätten wir den nicht gesehen. Weil wir blinken nämlich auch schon so blöd. Das könnte böse enden für uns. Deswegen lassen wir den jetzt einfach mal. Obwohl, der kommt näher. Der kommt näher. Ja, du kleines Schwein. Das war's. Fuck, 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 fuck. So, wir können aber zurückfahren. Guck mal, sind sogar da. Oh, wir haben so eine kleine Popelkanone. Wenn wir den da kalt kriegen, sieht schwierig aus. Wir haben ja einen Bohrer. Komm, vielleicht können wir ihn noch kaputt bohren. Dann sterben wir halt nochmal und dann, ist halt doof jetzt. Das ist ein bisschen doof. Attacke! Wo sind wir denn? Ach da. Wo ist denn der Pobel? Jetzt hat er sich verpisst. Nee, das ist so, jetzt nehmen wir ihn Stück für Stück auseinander, die kleine Pobelmaschine. Der kann nämlich nicht nach hinten schießen. Kleine Drecksau. Oh, B drücken, B, B, B. Na, jetzt verpisst er sich, ne? Hier ist mein Holz. Was passiert eigentlich, wenn der das Ding kaputt macht? Das ist so die nächste Frage. Was passiert, wenn der unser Lager kaputt macht? Geht das überhaupt kaputt? Ich weiß es nicht. Mann, jetzt lass doch mal nach, du Blöder. Die Steuerung ist halt auch ziemlich, die ist sehr empfindlich. Auf den letzten, das sind die letzten Züge jetzt. Der ist gleich Geschichte. Und zwar jetzt. So. Der ist gefickt. Ganze Ding und setzen das mal hier hin. Dann dürfte er nämlich die Teile da hinten. Oh. Auch aufsaugen. So. Und er saugt und er saugt und er saugt. Sehr schön. So, dann müssen wir es halt wieder anfangen und unsere Kiste zusammenbasteln. So. Wir machen aber genau das gleiche. Wir machen aber genau das gleiche wie vorhin.
Und basteln einfach so den Trio. Weil wir. Haben wir jetzt irgendwas verbaut? Weil wir viel Platz brauchen. Wir werden damit erstmal viele Ressourcen sammeln, damit wir Kohle haben. Und dann, wenn wir genug Geld haben, dann machen wir. So, fehlt uns natürlich einer, aber wir haben hier noch einen 2. Den setzen wir einfach quer dran. Vielleicht setzen wir noch einen 2 hier oben drauf, quer. Für irgendwelche Kanonen. Oder nee, wir lassen. Oder. Nee, komm weg. Das machen wir erstmal nicht. So, jetzt brauchen wir erstmal die Raiders. So, 10 Stück, das ist gut. So, mal hier 2, 4. So, haben wir noch 2. Machen wir die hier hinten hin. 2 Stück hinten hin. So. Die Bohrmaschine. Die setzen. Na gut, vielleicht machen wir sie doch dahin. 13 Stück. Guck mal, wir haben 13 von den Dingern. 2 hiervon. Die setzen wir. Wo ist denn da überhaupt vorne bei dem Ding? Ist das vorne? Ich habe hier die 2 weggeschmissen. Wo ist die hin? Hör, ich hätte 3. Okay, ja, 3. Auch schön. Bin ich mir zufrieden. Sag mal, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Hier hin, hier hin, hier hin. Hallo? Geht das nicht? Sag mal, noch 4. Komm, hier noch eine hin und hier noch eine hin. Immer noch eine. Die machen wir nach hinten. So. 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 Wo sind die Traktorpads? Ach, hier. Ach, dieser Lindenschlüssel brauchen wir auch noch. Die setzen wir hier hin. Dann haben wir noch ein paar Lichter. Die können wir ja so seitlich so schön hinsetzen. Wie viel haben wir noch? 7. Wie viel haben wir noch? 6. Ne, 4. 6. Oh, na gut. Komm, dann kommt das nach hinten hin. Schönes Rücklicht. So, Traktorpad haben wir hier. Jo, fertig. Bremsen sich die Räder hier hinten aus? Rad ist überladen. Ja, das sieht doch schon mal nach was aus hier. Ah, Steine. Sie werden gefährlicheren Feinden außerhalb der Zone. Doof ist, wir sehen hier keine Zonengrenze. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Wir wissen nicht, wann wir die Zone verlassen. Boah, das ist aber ganz schön. Ich glaube, wir schmeißen wir mal runter. Na, ich glaube, das geht schon ein bisschen besser. Also er lässt sich schon ziemlich scheiße steuern. So, wir brauchen 133, da können wir unser nächstes Traktorpad sammeln. Oder nicht sammeln, kaufen. Gut, haben wir noch ein paar Steine. Die können wir noch mal einsaugen. So. Wie lahmarschig.
Gut, so, jetzt haben wir nämlich wieder ein bisschen Geld. Und dann kaufen wir uns den nächsten. So. Der ist ganz schön. Ich glaube, das Ding ist einfach zu lang. Wir setzen einfach das hier ab hier weg. So. Setzen hier noch ein paar Reifen dran. Halt. Ich glaube, das ist einfach, einfach zu lang. Das Ding. In der Zeit, wo wir mit dem Viech da rumkrebsen, wären wir schon mit einem kleineren 20 Mal hin und her gefahren. Deswegen machen wir das einfach. Nein, das ist einfach so. Da passen jetzt immer noch genug von den Pads hin. So, jetzt können diese blöden Schwuchtelgegner ruhig kommen. Die machen wir nämlich jetzt alle schön platt. So, jetzt müsste das Auto ein bisschen zügiger voran. Ja, guck mal, es geht schon ein bisschen schneller. Das ist gut. So. Na, wieder Schieß, guck mal. So. Tipp. Komm, holen wir nochmal ein paar Bäumchen. So, hier hinten sind Gegner. Irgendwo da hinten ist ein Bösewicht. So. Geht schnell. Driften hier voll durch die Gegend, ey. Ist Wahnsinn, ist das. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe eigentlich jetzt immer richtig Bock, irgendwie so ein Gegner mal zu zerfleischen. Wir sind nämlich ziemlich gut ausgerüstet für dieses, für so einen Typ. Die könnten wir, glaube ich, hier ohne weiteres könnten wir die platt machen. Warum liegt hier denn so viel Holz durch so viel Holz rum? So. Guck, wir haben schon wieder Geld. Da könnten wir uns gleich nochmal so ein Traktor-Pad kaufen. Für mehr Rohstoffe. So, was ist denn hier überhaupt los? So. Komm hier. Nochmal ein Traktor-Pad. Komm, vielleicht kriegen wir noch eins. Jo. So. Jetzt haben wir ein paar Pets mehr. Kaputt. No, die wollen nichts. Die wollen uns nichts geben. Stirb. Auch nicht. Wir sind voll die Killing-Maschine, oder? Können sich jetzt hier die anderen Pupsis können sich da jetzt mal ganz schön warm anziehen. Wenn wir jetzt hier angerollt kommen, dann gibt das hier Mord und Totschlag, sage ich euch. Mord und Totschlag. Was ist hier los? Kommst du? Gut. Ja, kann es irgendwie verziehen? Das ist mir da oben nämlich ein bisschen im Weg, das Teil.
So, wir haben noch ein bisschen Platz. Machen wir hier das Ding noch. Nehmen wir das Ding hier noch mit. So. Das dürfte uns wieder ein bisschen Geld bringen für noch ein Traktor-Pad. So. Guck mal, 12, 6. Geht halt ziemlich langsam, ne? Was ist das Rades überladen? Och. Die Dinger sich anstellen. So, Leute, das war's auch wieder für heute. Wir sind schon weit über der Zeit. Und danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Gebt mir doch ein dickes, schönes Like. Das hat ja beim ersten Video nicht so geklappt, ne, mit dem Likes geben. Also ich hab euch im Auge, Freunde. Also, Likes geben. So, dann, wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Folge. Und dann kaufen wir uns ein schönes Traktor-Pad. Und vielleicht holen wir uns auch einen Gegner und machen den mal ordentlich hier. Hm? Wisst schon. Also, macht's gut. Tschüssi.